Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 46. Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde Arbeit in die Heimaten zu den Menschen bringen. Hessen stärkt ländlichen Raum durch Umstrukturierung der Steuerverwaltung. 1946/92 beginnt die Frau Kollegin Lena Arnold. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst einmal Folgendes festhalten. Die hessische Steuerverwaltung ist leistungsstark im Innen- wie im Außendienst und ist schlagkräftig im Kampf gegen Steuerkriminalität. Und das ist in erster Linie der Verdienst der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen Finanzverwaltung, denen ich heute persönlich und auch im Namen meiner Fraktion herzlich dafür danken möchte. Und unsere Steuerverwaltung ist zudem qualitativ und quantitativ gut aufgestellt. Sie ist ein attraktiver Arbeitgeber und wird in Zukunft noch besser in der Fläche vertreten sein und ein noch attraktiver Arbeitgeber werden. Und das, meine Damen und Herren, ist der Verdienst unseres Finanzministers Dr. Thomas Schäfer, der die gut aufgestellte Steuerverwaltung weiter stärkt. In diesem Jahr beispielsweise 650 junge Menschen für unsere Finanzämter anstellt und ausbilden lässt. Das sind so viele wie noch nie. Und durch den Anstoß einer Strukturreform in der Steuerverwaltung dafür sorgt, dass wir die Arbeit in die Heimat und zu den Menschen bringen und den ländlich geprägten Raum stärken. In einem ersten Schritt werden hierbei rund 200 Arbeitsplätze aus den Ballungszentren heraus in die ländlichen Regionen Hessens verlagert. Neben der strukturellen Stärkung der ländlich geprägten Regionen entlasten wir hier spürbar viele berufstätige Menschen, die tagtäglich weite Strecken von über 100 Kilometern teilweise in Kauf nehmen, um zu ihrem Arbeitsplatz in die Ballungszentren zu gelangen. Dies ist gut für ganz Hessen, sowohl für den Ballungsraum, in dem eine sehr hohe Arbeitsplatzdichte bereits vorherrscht, zugleich aber Wohnraum knapp ist und in denen viele Menschen jobbedingt einpendeln, aber auch für den ländlich geprägten Raum, wo es häufig ein größeres Wohnungsangebot gibt, aber dafür vergleichsweise weniger Jobs vor Ort zu finden sind und weshalb es viele Auspendler gibt. Daher ist es richtig, wenn das Land Hessen als Arbeitgeber dort, wo es möglich und sinnvoll ist, die Arbeit zu den Menschen in deren Heimat bringt. Das spart unnötige Fahrtstrecken zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, was den Beschäftigten, was der Umwelt und was auch der Region zugutekommt. Die Kaufkraft in den ländlichen Regionen wird zusätzlich gestärkt und zudem ein Beitrag dafür geleistet, dass gerade junge Menschen und Familien nicht in große Städte ziehen müssen, um attraktive Arbeitsplätze mit guten Zukunftsperspektiven vorzufinden. Aber was bedeutet diese Reform konkret? Durch die Zentralisierung der Grunderwerbsteuerfälle im Finanzamt Alsfeld-Lauterbach entstehen hier z.B. 82 neue Dienstposten. Damit wird der Standort Lauterbach deutlich gestärkt und durch einen Neubau für die Beschäftigten vor Ort gute Rahmenbedingungen geboten. Zugleich schafft die Bündelung der Bearbeitung sämtlicher hessischer Grunderwerbsteuerfälle an einem Standort Synergien und führt zu noch mehr Effektivität und Effizienz in der Steuerverwaltung. Die landwirtschaftlichen Betriebsprüfungen werden nun dort geführt, wo sie auch hingehören, nämlich auf dem Land. Das hat zur Folge, dass die Verwaltungsstelle Fritzlar um 10 Dienstposten, das Finanzamt Nidda um 9 Dienstposten, die Verwaltungsstelle Limburg um 6 Dienstposten und das Finanzamt Michelstadt um weitere 5 Dienstposten erweitert und somit gestärkt wird. In einem Pilotprojekt erhält zudem das Finanzamt in Bensheim die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Körperschaftssteuer und die Betriebsprüfung für die Region.
Dies generiert dort ebenfalls weitere 36 neue Dienstposten. Das sind die ersten Schritte einer grundlegenden Strukturreform in der Steuerverwaltung. Wir setzen uns verlässlich dafür ein, dass in Hessen, auch in ländlich geprägten Regionen, bestmögliche Bedingungen vorgefunden werden und stärken daher weiter genau diese Regionen, indem wir sichere und attraktive Arbeitsplätze im Vogelsbergkreis, im Schwalm-Eder-Kreis, in der Wetterau, in Limburg-Weilburg und auch im Odenwald schaffen. Meine Damen und Herren, die Reform macht deutlich, welch hohen Stellenwert die hessische Steuerverwaltung, aber auch die ländlich geprägten Regionen für uns haben. Als Arbeitgeber leistet das Land durch die Umstrukturierung einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag für attraktive ländliche Regionen. Sie ist deshalb ein Liebe Kollegin Lena, du musst zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Sie ist deshalb ein positives und deutliches Signal an die Bürgerinnen und Bürger in den strukturschwächeren Gebieten sowie an alle Bediensteten der hessischen Finanzverwaltung. Vielen Dank, Kollegin Arnold. Das Wort hat der Kollege Kumme, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich vom Thema der Aktuellen Stunde der CDU-Fraktion gehört habe, hat mich das Thema zunächst einmal überrascht. Da steht, Hessen stärkt ländlichen Raum durch Umstrukturierung der Steuerverwaltung. In dem Moment kann ich Ihnen sagen, war ich sehr gespannt, was wird denn da drinstecken in dieser Ankündigung Umstrukturierung der Steuerverwaltung. Um wie viele tausend Stellen geht es denn da, die in der hessischen Steuerverwaltung verlagert werden sollen in den ländlichen Raum? Wie viele tausend Stellen sind das denn? Und dann habe ich nachgesehen und festgestellt, Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Arnold, es sind keine 200 Stellen, es sind 150 Dienstposten. 200 Beschäftigte werden das sein, weil es ja Halbtagskräfte gibt. 150 Dienstposten von über 9.000, wenn man das in Prozenten umrechnet, sind es 1,58 %. 1,58 %. Und dies dann als Umstrukturierung der hessischen Steuerverwaltung verkaufen zu wollen, das hat mich doch sehr überrascht. Sicherlich, Kolleginnen und Kollegen, es ist so. Der ländliche Raum muss gestärkt werden, aber dazu bedarf es anderer Maßnahmen als der Verlagerung von 1,58 % der hessischen Beamtinnen und Beschäftigten in der Steuerverwaltung. Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass die Landesregierung erkannt hat, dass sie in den zurückliegenden Jahren einen Fehler gemacht hat durch die Schwächung des ländlichen Raums. Denn das, was in den letzten Jahren eingetreten ist an Schwächung des ländlichen Raums durch Schließen von Dienststellen im ländlichen Raum, ob das in der Justiz gewesen ist, in der Schulverwaltung oder in der Polizei oder anderswo, das lasse ich jetzt einmal dahingestellt, das übersteigt um ein Vielfaches das, was uns heute präsentiert wird. Es ist eine Kehrtwende, das ist positiv, aber es reicht bei weitem eben nicht aus. Dazu kommt, dass durch die Verlagerung von 150 Dienstposten im Lande Hessen insgesamt natürlich noch keine zusätzlichen Stellen geschaffen werden, die in der Finanzverwaltung dringend erforderlich wären. Ich hoffe, und damit verbinde ich auch eine Forderung, dass die 83 verlagerten Dienstposten für die Grunderwerbsteuerangelegenheiten zum Finanzamt Alsfeld-Lauterbach auch dauerhaft 83 Dienstposten bleiben werden. Ja? Und dass man nicht durch andere Maßnahmen, beispielsweise durch neue IT-Programme, da schon wieder drangeht, diese Stellen zu reduzieren. Die Finanzverwaltung muss ausgebaut werden, und deswegen müssen auch die Stellen erhalten bleiben. Kolleginnen und Kollegen, noch etwas zur Diskussion um Lebenshaltungskosten und Konkurrenzsituation. Und ist es nun besser, in den ländlichen Raum zu ziehen, weil man da mit seinem Gehalt besser leben kann? Das war ja so die Diskussion. Ich glaube, um die Konkurrenzsituation in der hessischen Steuerverwaltung zu verbessern, ist eine bessere Bezahlung dringend erforderlich. Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte im gehobenen Dienst bewegen sich im Ballungsraum natürlich auf Augenhöhe
mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Was den Kenntnisstand anbelangt, die Fachkenntnisse anbelangt, bewegen die sich auf Augenhöhe mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Was allerdings die Vergütung und Bezahlung anbelangt, liegen zwischen dem, was Steuerberater und Wirtschaftsprüfer verdienen, und dem, was Beschäftigte des gehobenen Dienstes verdienen, Welten. Da muss etwas geändert werden, um den Beruf attraktiver zu machen und zu verhindern, dass Beamtinnen und Beamte abgeworben werden. Ich habe, und es sind ja leider immer nur 5 Minuten, noch eine Frage an den Minister oder eine Hoffnung. Sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Schäfer, ich hoffe, dass Sie bei der beabsichtigten Verlagerung der Dienstposten für die Grunderwerbsteuer zum Finanzamt Alsfeld-Lauterbach sehr genau die bundesgesetzlichen Vorgaben geprüft haben im Grunderwerbsteuergesetz und im Finanzverwaltungsgesetz, die es Ihnen hoffentlich ermöglichen, tatsächlich die Angelegenheiten der Grunderwerbsteuer an einem Finanzamt in Hessen, zu zentralisieren. Ich hoffe, dass Sie dies sehr genau geprüft haben und dass Sie nach der Prüfung zu einem bejahenden Ergebnis gekommen sind, damit nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, das passiert. Man spricht ja von Lauterbach gemeinhin als einer Gemeinde, in der man schon einmal seinen Strom verlieren kann. Und, Herr Minister, ich möchte nicht, dass Sie in dieser Angelegenheit in Lauterbach Schuh und Strümpfe verlieren. Das sollte eine kleine Pointe gewesen sein. Okay. Ja. Kolleginnen und Kollegen, hat ja doch noch geklappt. Hat ja doch noch. Kolleginnen und Kollegen, sicherlich ist dies ein erster Schritt. Es ist ein erster Schritt, den ländlichen Raum zu stärken. Das habe ich bereits gesagt. Aber es müssen viel mehr Schritte folgen. Stärkung des ländlichen Raums, Herr Pentz, dazu bedarf es weitergehender Dinge, wie z.B. Infrastrukturmaßnahmen, wie z.B. ein Ausbau von Straße und Schiene, wie z.B. ein Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum, wie z.B. Internetausbau, Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, Kitas, Schulen, ärztliche Versorgung, Krankenhäuser, Versorgung älterer Menschen. Das sind Themen. Das sind Themen, um die sich die hessische Landesregierung kümmern muss, wenn sie den ländlichen Raum wirklich stärken will. Weil nach der Hessischen Verfassung hat das Land eine Aufgabe, die Landesregierung auch eine Aufgabe, für gleiche Lebensverhältnisse im Lande Hessen zu sorgen. Und davon sind wir, Kollege Grumme, er muss zum Schluss kommen. Entfernt, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Letzter Satz. Der ländliche Raum darf nicht weiter vernachlässigt werden. Es müssen die Benachteiligungen abgebaut werden. Und dazu bedarf es weit energischerer Anstrengungen als durch die Verlagerung von 1,58% der Dienstposten in diesem Land. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Grumme. Das Wort hat der Abg. Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In dieser Aktuellen Stunde beschäftigen wir uns damit, dass das Land Hessen zunächst, ich war großzügig, 200 Stellen der Steuerverwaltung in den ländlichen Raum verlagert und perspektivisch 400 weitere Stellen in den ländlichen Raum verlagert werden sollen. Auch wenn es mir deutlich wichtiger ist, dass gerade die Steuerverwaltung überhaupt mit ausreichend Personal ausgestattet ist, um ihren Aufgaben gerecht zu werden, sei es drum. Und da hat das Land Hessen über einen langen Zeitraum, wie ich finde, und das haben wir hier an diesem Podium schon häufig diskutiert, viel zu wenig getan, damit die Steuerverwaltung genügend ausgestattet ist. Die Folgen der verfehlten Personalpolitik in Hessen schiebt die Landesregierung dann heute gern auf die demografischen Entwicklungen. Aber wie gesagt, sei es drum. Tatsächlich habe ich wenig dagegen einzuwenden, wenn, wie gesagt, die Steuerverwaltung in Hessen gut ausgestattet wäre und auch im ländlichen Raum präsent dabei. Nur gehen die Regierungsfraktionen ja gleich so weit, dass sie damit den ländlichen Raum gestärkt sehen. Ich zitiere, Arbeit in der Heimat und zu den Menschen bringen, lautet dann doch der etwas blumige Titel dieser Aktuellen Stunde. Wenn Sie tatsächlich etwas für den ländlichen Raum in Hessen tun würden, dann hätten wir aber diese Aktuelle Stunde gar nicht nötig. Dann wäre eine gut aufgestellte Steuerverwaltung im ländlichen Raum schon heute eine Selbstverständlichkeit. In Hessen aber stellen die Regierungsfraktionen sich hin und erklären die Steuerverwaltung fast zum zentralen Element ihrer Strukturförderung für den ländlichen Raum.
Dabei braucht man viel mehr als eine funktionierende Steuerverwaltung in diesem ländlichen Raum. Was wir in Hessen viel mehr brauchen als diese Debatte um die Steuerverwaltung, ist eine ordentliche Versorgung im ländlichen Raum. Dort fehlen nämlich Ärzte, Fachärzte. Herr Kummer hat schon gesagt, die Kommunen müssen Gebühren, Abgaben und Beiträge erhöhen. Es fehlen an den Mitteln für den Erhalt der Infrastruktur und die Versorgung der Alten und Kranken. Aber auch die Möglichkeiten für die Kinderbetreuung sind oft deutlich schwieriger im ländlichen Raum. Hier müsste sich die Landesregierung kümmern, statt dass wir hier über die Steuerverwaltung im ländlichen Raum reden. Meine Damen und Herren, das ist leider wieder eine der Debatten, in denen Sie über Selbstverständlichkeiten reden, die in Hessen keine sind. Allein um nicht darüber reden zu müssen, was in Hessen endlich alles besser laufen müsste. Wie gesagt, den ländlichen Raum zu stärken, ist richtig. Das aber an der Stärkung der Steuerverwaltung festzumachen, ist Unsinn. Sorgen Sie dafür, dass der ländliche Raum und die Kommunen in die Lage versetzt werden, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Und sorgen Sie dafür, dass auch der ländliche Raum eine moderne Infrastruktur und eine ordentliche Versorgung mit Dienstleistungen, kulturellen und öffentlichen Leistungen erhält. Das wäre die Aufgabe, über die wir hier diskutieren sollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn die Landesregierung etwas Gutes macht, dann sollte man auch als Opposition die Stärke haben, das im Parlament zu benennen. Und die Aktion, die der Finanzminister in seiner in Gänsefüßchen Steuerverwaltung angekündigt hat, ist etwas Gutes. Es geht der Idee nach, die ja nicht neu ist, die aber leider sehr selten nur beachtet wurde, dass nicht alles, was das Land Hessen machen muss, im Ballungsraum Rhein-Main und insbesondere in Wiesbaden oder Frankfurt durchgeführt werden muss. Das ist eine kluge Idee, und dass diese nunmehr auch in einem Falle umgesetzt wird, begrüßen wir Freie Demokraten sehr. Wir finden es schon seit vielen Jahren nicht nachvollziehbar, dass bei den gestiegenen Möglichkeiten der Nutzung von IT und anderen technischen Hilfsmitteln es noch notwendig ist, dass große Behördenzentren im Ballungsgebiet und ich wiederhole mich insbesondere in Frankfurt am Main und in Wiesbaden eingerichtet werden. Das ist übrigens auch Politik, Herr Kummer, die in der vergangenen Legislaturperiode gemacht worden ist. Ich weiß nicht, wer Ihnen da die falschen Daten aufgeschrieben hat. Also unter meiner Verantwortung als hessischer Justizminister wurde das Amtsgericht Hünfeld um Längen ausgebaut. Es wurde zu einer der wichtigsten oder zur wichtigsten Behörde der Mahnbehörden. Also, dass der Kollege Schwarz jetzt dazwischen ruft, überrascht mich, weil alles das, was ich gemacht habe, mit dem Ministerpräsidenten Koch und Bouffier abgesprochen worden ist. Was soll denn diese Kameradschaft? Was soll denn diese Kameradschaft, Herr Kollege Schwarz? Wieso können Sie nicht einmal auch daran denken, dass Sie in der letzten Legislaturperiode sogar mitgestimmt haben, als diese Sachen gemacht worden sind? Aber es ist falsch. Es ist falsch, und deshalb habe ich es hier bewusst angesprochen. Herr Kummer hat nämlich gesagt, dass Personal weggefallen ist im ländlichen Raum. Nicht eine einzige Stelle ist im ländlichen Raum weggekommen, sondern z.B. von Nidda nach Büdingen versetzt worden, geehrte Frau Kollegin Gnadl. Also, was soll denn das? Was soll denn das? Und es ist klug, dass es jetzt weiter gemacht wird. Da stehen wir dahinter. Was wir nicht verstehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich will jetzt nicht die Debatte über den Zustand der Finanzverwaltung führen, was wir nicht verstehen, ist, dass das also eine große Unterstützung des ländlichen Raums sein soll, es aber nur um eine sehr überschaubare Zahl von Dienstposten geht. Wo sind denn die Aktivitäten der Landesregierung, das private Unternehmen, das kleine und mittelständische Unternehmen im ländlichen Bereich bleiben bzw. dorthin gehen?
Wo ist denn wirklich umgesetzt erfolgreich die IT-Initiative? Wo ist denn das Hochleistungsinternet im ländlichen Bereich in Hessen so, dass dort tatsächlich die Unternehmen, und seien es in Gänsefüßchen nur Architekturbüros, die aber eine hohe Zahl von Daten jeweils zu versenden und zu empfangen haben, dass diese sagen, ja, wir bleiben im ländlichen Bereich und wir gehen nicht in die Zentren herein. Deshalb ist unser Vorschlag, meine sehr verehrten Damen und Herren, das eine tun, nämlich die Behörden, wenn es geht, aus den ja auch viel teureren Ballungsgebieten herauszunehmen, aber auf der anderen Seite sich auch dafür einzusetzen, dass endlich die privaten, die kleinen und mittelständischen Unternehmen Lust und Laune haben, sich im ländlichen Bereich niederzulassen bzw. dort zu bleiben. Beides gehört zusammen, und beides muss auch gemacht werden. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon einmal im ländlichen Raum waren, sich dort öfter aufhalten oder auch einmal mit den Menschen dort reden. Ja, das sagt die Richtige, weil ich bin so ein Landei. Und zufällig komme ich auch aus einer Kommune, in die jetzt das Finanzministerium gerade 100 Arbeitsplätze verlagert hat. Deswegen möchte ich einmal ein Beispiel von Lauterbach erläutern, was das für eine Auswirkung hat. Also, es sind mindestens 100 Arbeitsplätze, die da entstehen werden. Die meisten Menschen haben einen Partner oder eine Partnerin. Die können dann auch dort leben und haben auch dort mit ein Einkommen. Die kriegen vielleicht Kinder. Diese Kinder gehen in unsere Kindergärten und Schulen, die wir übrigens in ausreichender und ausgezeichneter Qualität haben. Wir haben auch Eisbahn, Schwimmbad, Freibad, Hallenbad. Also in unserer Kommune ist es lebendig. Es gibt viele Angebote, und wir freuen uns, dass dann diese Familien, die zu uns kommen, dort wohnen und deren Kinder diese öffentlichen Einrichtungen nutzen, die dadurch natürlich auch noch einmal einen Aufschwung kriegen, auch noch rentabler werden. Mehr Eintrittspreise für das Schwimmbad ist prima. In der Bibliothek werden mehr Kinder Bücher ausleihen. Also all das wird unsere öffentlichen Institutionen stärken. Wir freuen uns auch, dass der Breitbandausbau in Hessen zügig vorangeht und wir bald ganz Hessen abgedeckt haben werden. Sonst würde das gar nicht gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Finanzminister Schäfer vorhat, die Finanzbeamten dort mit Rechenschiebern rechnen zu lassen. Also, wir gehen schon davon aus, dass diese Breitbandversorgung sehr bald in ganz Hessen bestens funktioniert, und das dank der Unterstützung von Tarek Al-Wazir. Auch ansonsten geht es Lauterbach ganz gut, wenn wir einmal so über die allgemeine Lage im ländlichen Raum reden, weil wir haben da so Programme, z. B. Stadtentwicklung, Priska Hinz, Umweltministerium. Davon hat Lauterbach sehr profitiert. Herr Kummer, Sie haben vorhin angesprochen, man müsste auch etwas für die älteren Leute tun im ländlichen Raum. Wohnen haben wir aus diesem Programm mitten in der Stadt wunderbar eingegliedert, eine sehr schöne Einrichtung für ältere Menschen. Auch das klappt gut. Und um dem noch eins draufzusetzen, ganz aktuell, wir freuen uns darüber, haben wir das Schülerticket in Hessen. Das heißt, dass unsere Schülerinnen und Schüler eben sich in den nächsten Zug setzen können und können nach Fulda, Frankfurt oder auch nach Kassel fahren. Sie sind viel mobiler, viel beweglicher. Auch das ist etwas, was diese hessische Landesregierung mit den Regierungsfraktionen eingeführt hat. Eines kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Ein Problem hatten wir in Lauterbach, Herr Dr. Honoris Causus Jörg Uwe Hahn, nämlich was machen wir mit dem geschlossenen Amtsgericht. 10 Jahre hat es gedauert, aber auch dafür haben wir jetzt eine gute Neuverwendung gefunden. Da kommt nämlich eine private Hochschule rein. Und diese gute Kooperation zwischen Unternehmen, Privatunternehmern, Hochschule wurde maßgeblich unterstützt durch Tarek Al-Wazir, unseren Wirtschaftsminister. Also, Sie sehen, der ländliche Raum entwickelt sich. Wir haben schon viel getan. Wir werden noch mehr tun. Im Übrigen, Lauterbach profitiert auch von dem neuen KFA. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Knapp 1 Million € mehr pro Jahr. Das ist schon gut.
Die Entwicklung ist gut, sie geht in die richtige Richtung, und wir werden weitere Maßnahmen ergreifen, um den ländlichen Raum zu unterstützen. Das können Sie heute und hier nicht kleinreden. Und noch einmal zu der Berechnung von Herrn Kummer. Also, Sie haben jetzt irgendwie versucht, die jetzt schon verlagerten oder zu verlagernden Arbeitsplätze ins Verhältnis zu setzen zu den gesamten Beamten in Hessen. Kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht nachrechnen, aber andere Perspektive. Einfach mal die andere Perspektive einnehmen. In Lauterbach heißt das eine Verdreifachung. Eine Verdreifachung der Arbeitsplätze. Und das ist eben der Effekt im ländlichen Raum. Klar, können Sie nicht sagen, können Sie nicht vergleichen, was das für Frankfurt hieße. Sie müssen ja immer gucken, wie ist denn die Basis, wie ist die Situation jetzt und was für eine Veränderung, Verbesserung bedeutet das dann. Darüber hinaus hat Finanzminister Schäfer ja auch angekündigt, weitere Verlagerungen in Angriff zu nehmen und zu prüfen. Das heißt, das ist der Beginn. Das ist der Beginn einer guten Entwicklung und ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, die wir sehr begrüßen. Ein letzter Punkt noch. Besonders für Frauen im ländlichen Raum ist es wichtig, dass wir solche sicheren, qualifizierten Arbeitsplätze haben, bei denen auch Teilzeit möglich ist, bei denen Frauen sicher langfristig beschäftigt sind. Die können wir dort gut gebrauchen. Das hat uns letzte Woche der Equal Pay Day gezeigt. Auch da also ein sehr positiver und guter Effekt für die Frauen im ländlichen Raum. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Dr. Schäfer. Bitte. Sehr verehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich habe versucht, in der Debatte eben gut zuzuhören. Und mir ist jedenfalls zu der Maßnahme als solches kein besonders kritischer Satz in der Debatte aufgefallen. Dafür will ich mich ausdrücklich bedanken. Ob es dann notwendig gewesen wäre, teilweise den Rest der Redezeit damit zu garnieren, ganz andere Fragestellungen zu kritisieren, um sozusagen das Begrüßen dieser Maßnahme nicht in den Mittelpunkt zu rücken. Sehen Sie? So, deshalb, ich stelle doch nur die Frage. Sie beantworten die möglicherweise anders als ich. Aber die Frage wird man doch stellen dürfen. So, meine sehr verehrten Damen. Erster Punkt. Also, offensichtlich ist die Maßnahme nicht im Streit, sondern wird von den politischen Gruppierungen des gesamten Hauses eher begrüßt. Zweite Frage, die Konsens ist, dass vermutlich an Wohl und Wehe der Finanzverwaltung in den ländlichen Räumen sich das Schicksal der ländlichen Räume insgesamt vermutlich nur teilweise entscheidet. Ich glaube, auch darüber sind wir uns einig. Ich kenne sogar den einen oder anderen, der das Näherrücken der Betriebsprüfung an das eigene Umfeld eher vielleicht als Bedrohung als als Erleichterung empfindet. Aber das sind wahrscheinlich auch eher nur Ausnahmen. Trotzdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen im Moment eine Erfahrung. Wir stellen als Hessische Finanzverwaltung so viele Anwärterinnen und Anwärter ein wie noch nie in der Geschichte. 650. Wir haben übrigens auch so viele Bewerberinnen und Bewerberinnen wie noch nie in der Geschichte. Sonst hatten wir immer so 2600 für unsere Stellen. Wir haben jetzt über 3.500 Bewerberinnen und Bewerber für die Stellen gehabt. Das von wegen Finanzverwaltung nicht als attraktiver Beruf, meine Damen und Herren. Die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Aber wir sehen auch eines, dass das Interesse an einer beruflichen Tätigkeit in der Finanzverwaltung in den eher ländlich strukturierten Räumen in Hessen größer ist, weil viele Menschen natürlich sagen, wenn ich eine Chance habe, eine qualifizierte, zum Teil auch eine akademische Ausbildung für mich zu generieren, gibt es eine Chance, dann in Anführungsstrichen zu Hause bleiben zu können und eben nicht in die Ballungsräume ziehen zu können. So, und das führt uns dann ganz unweigerlich zu der Frage, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir verstärkt qualifizierte Arbeitsplätze in die Region bringen. Und gleichzeitig aber Größenordnungen, Einheiten in einer leistungsfähigen Größenordnungen aufrechtzuerhalten oder zu schaffen, dass Spezialisierung, gegenseitige Vertretung und all diese Fragestellungen möglich sind. So, und das versuchen wir jetzt gerade, indem wir bestimmte Teile zentralisieren, die Grunderwerbsteuer an einer Stelle in
Hessen in Lauterbach, so wie wir die Erbschaftssteuer in Fulda zentralisiert haben. Herr Kummer, da hat bis jetzt auch keiner gegen geklagt, dass wir das in Fulda zentral für ganz Hessen machen. Da gucken wir mal. So. Ja, ich weiß nicht, ob Ihnen der § 29a der Abgabenordnung schon einmal begegnet ist, aber jedenfalls, da können wir mal gucken, dass wir da etwas finden, was da an der Stelle geht. So, aber jedenfalls werden wir, ja, ja deshalb gucken Sie mal nach und dann reden wir im Anschluss darüber. So, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir in einem ersten Schritt dies machen. In einem zweiten Schritt schauen, ob die Verlagerung der Körperschaftssteuerbearbeitung für den Bereich der Bergstraße, jetzt wird es für Herrn Schmidt wieder interessant, nach Bensheim Größenordnungen generiert, die auf Dauer qualifizierte Sachbearbeitung auch in der Besteuerung großer Unternehmen gewährleistet. Ich bin sehr optimistisch, dass das gelingen kann. Und dann wird es möglich sein, weitere 400 Dienstposten in die Fläche zu bringen. So, und wir werden im nächsten Schritt schauen, welche Tätigkeitsprofile wir bisher in Ballungsraumfinanzämtern wahrnehmen, wo wir bei der Generierung qualifizierten Personals für die Zukunft möglicherweise auch auf der mittleren Sicht größere Probleme haben, wo wir auch unter Nutzung gerade dieser Vorschrift möglicherweise bestimmte Arbeitsbereiche, die bisher im Ballungsraum selbst wahrgenommen werden, durch Finanzämter wahrnehmen lassen, außerhalb des Ballungsraums. Ich mache einen Strich drunter. Mit dem Umstrukturieren der Finanzverwaltung kann man nicht jedes Problem lösen. Aber sie ist jedenfalls mehr als nur ein Zeichen. Sie ist ein Beitrag, was öffentliche Hand kann, trotz aller Ressourcenknappheit, trotz aller Bemühungen um eine schlanke Organisationsform, am Ende einen Beitrag dazu zu leisten, dass der ländliche Raum merkt, jawohl, der Staat hat gesehen, dass Arbeitsplätze, auch staatliche Arbeitsplätze in diesen Regionen nicht nur notwendig, sondern am Ende auch ein Beitrag zur Infrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Perspektiven von Menschen in der Region sind. Nicht mehr, aber auch nicht weniger ist diese Maßnahme. Und ich freue mich, dass sie in diesem Hohen Hause offensichtlich ungeteilte Unterstützung findet. Deshalb werden wir weiter daran arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der Punkt 46 erledigt. Bevor wir in der Tagesordnung weiterfahren, sind mitzuteilen, dass eingegangen ist, hier an Plätzen verteilt, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Zuwanderungsrecht, Drucksache 19-4718. Die Dringlichkeit von mir. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 59, und wenn nicht widersprochen wird, nach Top 45 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgehoben, ohne Aussprache abgestimmt werden. So.